In den letzten Wochen in Österreich und aber auch in Tirol sind die Infektionszahlen wieder gestiegen. Wir haben zu viel Neuinfektionen in Österreich. Wir haben zu viel Neuinfektionen in Tirol. Ich bedanke mich daher für diese Adaptierung des Covid-Maßnahmengesetzes, wo verschärfte Maßnahmen vorgesehen sind. Ich meine, das ist dringend notwendig. Und wir sind im Westen, Vorarlberg, Tirol und Salzburg, auch im Einvernehmen mit der Bundesregierung einen Schritt weitergegangen. Wir werden die Sperrstunde von 1 Uhr auf 22 Uhr vorverlegen. Das Ziel ist dabei, die Gesundheit der Menschen. Das Ziel ist dabei, dass wir die Infektionszahlen wieder dementsprechend reduzieren können. Zum Wintertourismus. Wir haben eine Umfrage und da können wir feststellen, dass 80% der Gäste ein klares Sicherheitskonzept fordern. Sie sehen das als ganz besonders wichtig und das ist auch entscheidend, ob man Urlaub da oder dort macht. Das Sicherheitskonzept. Und in der Wintersaison werden wir nur dann Erfolg haben, wenn wir den Gästen sagen können, bei uns seid ihr sicher. Wir sorgen für eure Sicherheit. Wir sorgen für eure Gesundheit. Und deshalb bin ich sehr der Meinung, dass dieses Konzept und diese Richtlinien, diese Maßnahmen, was den Wintertourismus betrifft, richtig ist. Auch wenn sich nicht alle freuen. Aber es ist richtig. Besser ist es, wenn man härtere Maßnahmen ergreift und es findet eine Saison statt. Oder wenn man zu lax ist, letztendlich ist überhaupt eine Gefahr gegeben, was den Wintertourismus betrifft.